Hallo und herzlich willkommen zurück im Orient bei Shantae. Beim letzten Mal haben wir uns endlich den Simmerstone geholt und haben dann hier so ein bisschen Geld verzockt in Watertown. Nee, Quatsch, Oasis Town ist es. Und ja, jetzt sind wir, beziehungsweise jetzt bin ich ein wenig ratlos, wo wir jetzt nächstes hin müssen. Wir können in den Westen gehen. Da sind allerdings diese komischen Schattenviecher. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da wirklich schon landen müssen. Deswegen werde ich mal gucken, was wir machen. Und ja, vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen. Ich gehe nochmal im Haus, damit man das sieht. Beim letzten Mal habe ich ja das ganze Geld verzockt. Jetzt habe ich allerdings wieder 781. Und das ist wesentlich mehr als beim letzten Mal. Und das liegt daran, dass ich offscreen ein klein bisschen gezockt habe. Weil mich hat es einfach so genervt, dieses blöde Gecko-Spiel. Dass ich, einfach mal offscreen ein bisschen spielen musste, damit es für euch auch nicht so langweilig ist. Und jetzt haben wir halt 781 Juwelen. Das ist für den Anfang erstmal in Ordnung. Ich werde jetzt nach Watertown. Ja, genau, nach Watertown reisen. Mithilfe meines Teleportationstanzes. Und dann kaufe ich mir erstmal den Ellenbogen-Dash. Und dann guck mal, was der uns bringt. Und dann. Ja, wird das in Ordnung gehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der jetzt 500 Juwelen oder 700 kostete. Auf jeden Fall können wir ihn uns leisten. Und dann fehlt uns noch einmal eine Sache, für die wir 500 Juwelen brauchen. Das ist die GBA Enhanced Geschichte, die man halt nur auf dem GBR bekommt. Und dann brauchen wir noch 900 Juwelen, um uns die Verbesserung des Ellbogen Dashs zu kaufen. Also mal schauen, ob ich das offscreen mache oder ob ich das so sammle. Werden wir sehen. Ist jetzt auch nicht so eine große Sache. Also, nach Watertown runter, hoch, Moment. Runter, hoch, rechts, links, BA. Runter, hoch, rechts, links, BA. Okay. Versuchen wir es mal. Tanzt Shantae. Runter, hoch, rechts, links, B und A. Das, ja, das war richtig. Wunderbar. Auf nach Watertown. Das ist jetzt schön, dass wir uns so teleportieren können. Ist ja natürlich genial, wenn wir wirklich zu jeder Stadt die Teleportationsfähigkeit hätten. Geh da rein, Shantae! Geh da rein, Mann! Aber dafür habe ich ja leider nicht genug Warp-Squids, weil ich immer irgendwie einen nicht finde und Shantae möchte da einfach nicht reingehen. Ich weiß nicht. Jetzt geht sie rein, wunderbar. Wenn ich auch nochmal zum Beispiel an den ersten Dungeon zurückdenke, vermute ich, dass man dafür die letzte Verwandlung braucht, um da den vierten Warp-Squid zu bekommen. Denn wir haben ja gesehen, dass es da noch einen vierten gibt. Also es sind immer vier Warp-Squids pro Dungeon. Das ist Watertown, bla bla bla. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Egal. Also mal schauen. Ja, bla 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 bla. Komm. Ich will das nicht hören. Ich möchte zum Item-Shop. Genau, da wollte ich rein. Und dann hole ich mir jetzt das komische Ding, was mir den Ellbogen-Dash ermöglicht. What can I do for you? Ich möchte Kaff. 500, wunderbar. Und das kostet 900, das Tiara, das Diadem. Also, Kaff, ich nehme mal an. Also Boots sind ja klar Stiefel. Sash habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht übersetzen, das müsste ich nachsehen. Kaff, wir sind, nehme ich mal an, Armbänder. Und Tiara eben so ein Diadem, so ein Krönchen. Also Kaff, hold down attack to charge up a mighty elbow dash. Also, kaufe ich direkt mal und dann zeige ich euch, was man dann machen kann. Sobald sämtliche Juwelen abgezogen wurden, die dafür benötigt sind. Gut, wunderbar. Ja, dankeschön. Und jetzt können wir, wenn ich die Angriffstaste gedrückt halte, oder auch nicht. Moment, was sagt die Beschreibung? Die hat doch gesagt, ich muss die Angriffstaste gedrückt halten. Moment. Hold down attack. Also, halte Angriff gedrückt, um einen mächtigen Ellbogen-Dash aufzuladen. Okay, hab ich doch gemacht. Oder, Moment. Moment nochmal. Ich muss mal eben, blabla, ja. Stand da was von ab? Hold down attack, okay, vielleicht ist das auch gemeint, dass ich runter und Angriff gleichzeitig drücken muss. Eventuell. Nein. Oder ich krieg das Timing noch nicht richtig hin.
Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Also, sorry, dass ich gerade nichts gesagt habe, aber ich war fasziniert von dem Geräusch. Wenn Shantae sich hinsetzt, hört euch das mal genau an. Doing, 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 was zum... Naja. Wie auch immer. Dann hat mich der Mr. Jack Smith noch auf etwas hingewiesen. Da muss ich mal gucken. Vanish Cream habe ich... Nein, ich habe keine Vanish Cream mehr. Denn da war ja diese eine Leiter, wo es runterging. Und da war so ein Turm im Auge, das immer zugegangen ist, wenn ich da angekommen bin. Und Jack Smith hat den Vorschlag gebracht, dass ich doch mal versuchen könnte, mit der Vanish Cream da reinzugehen. Weil ich dann eben unsichtbar bin. Und mich das Auge eventuell nicht sieht. Wäre vielleicht ganz gut. Entschuldigung. Aber die haben hier gar keine Vanish Cream. Da muss ich mal, zurück. Da muss ich mal wieder nach Oasis Town gehen. Was haben wir denn hier? Kann ich dann auch lustig immer wieder die Spikeballs. Warte mal, haben die Feuerbälle? Weil wenn die Feuerbälle haben, dann nehme ich die doch gerne mit. Flash, Boot, Sash, Kaftiara. Nein, leider nicht. Schade. Weil ist das... Ja, die Heildinger bringen mir ja nicht so viel. Float Muffins auch nicht. Das Exit Candy sowieso nicht. Und die Flashballs habe ich... Habe ich die noch? Nö. Habe ich nicht. Ich habe nur die komischen Wolken, aber die waren sowieso nicht so nützlich. Ich möchte aber die Feuerbälle haben. Also mal schauen, wo ich die kriegen kann. Ich gehe mal aus der Stadt raus, um zu gucken, ob wir vielleicht draußen den schönen Ellenbogen-Dash machen können. Wenn nicht, dann weiß ich jetzt auch nicht so recht. Also ich hatte Attacke gedrückt. Aber es passiert... Jetzt! Ah! Boah, das dauert aber. Ob ich das im Kampf einsetzen kann? Guckt euch mal an. Wenn die mit dem Kopf schwingt, drücke ich drauf. Also jetzt. 21, 22, 2 Sekunden dauert das erstmal, bis das aufgeladen ist. Ich meine, toll. Und dann werde ich auch noch getroffen. Ist klar. Ich weiß nicht, so eine sinnvolle Investition war das jetzt nicht. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, das wirklich im Kampf einzusetzen. Nee, das lädt sich auch nicht auf, wenn ich rumlaufe. Ich halte die Angriffstaste gedrückt, aber... Sobald ich mich bewege, wird es nicht mehr aufgeladen. Erst wenn ich stehen bleibe. Na, ob das jetzt so nützlich ist, ich weiß ja nicht so recht. Was soll's. Der Vollständigkeit halber. Ich möchte aber jetzt erstmal wieder zurück nach Oasis Town. Runter, hoch, rechts, rechts, BA, okay. Das müsste ich mir merken können. Runter, hoch, rechts, rechts, B und A. Einmal nach Oasis Town, bitte. Per Übernacht-Express. So. Da jetzt ist natürlich wieder der Krampf, damit reinzukommen. Ups. Also der Spin-Kick, der ist ja noch relativ nützlich. Man kann zwar auch dabei getroffen werden, was ich seltsam finde und komisch, aber damit kann ich wenigstens die Gegner verletzen. Ich meine, so ein Aufladen, das bringt es ja irgendwie voll nicht. Nein, da wollte ich nicht hin. Da kann ich lieber den Elefanten benutzen, der hat auch so einen Dash. Den kann ich sofort benutzen auf Tasten und wir müssen hier erst aufladen. Hallo, geh da doch bitte rein, Shantae. Sei doch so nett und geh bitte hier hinein. Ah, geht doch. So, dann haben wir Safe Room, Bathhouse, Gecko Chamber, Item Shop, da wollte ich doch hin. Ich hoffe, die haben jetzt hier auch Vanish Cream. Sonst muss ich nach Scuttle Town laufen oder sonst irgendwo hin. Na, komm schon. What can I do for you? So, da haben wir doch Vanish Cream. Nein! Ah! Nochmal. What can I do for you? Diesmal mit anderer Stimme. Vanish Cream lets you walk past enemies. Kaufen wir doch mal. Und dann probieren wir es aus. Minz. Twin Minz brauche ich nicht. Flash. P-Ball. Ach. Nee, da spare ich mir meine Gems lieber. Also Feuerbälle sehr gerne, Pikeballs sind zwar auch nützlich, aber eben nicht so toll wie die Feuerbälle. Ups, best of here is a disgusting bog. By some freak of nature, the mountain runoff mixes with quicksand to make it stinky and hot. Be careful if you get it. Okay, im Westen von hier gibt's anscheinend einen ekelhaften Matsch, der stinkt und der Berg hat da irgendwie Treibsand, was nicht gut klingt. Ich möchte da nicht wirklich lang, wenn da Treibsand ist. Zumindest nicht zu Fuß. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo genau das schöne Dings war. Das Tor. Wo das mit dem Auge.
wo ich ja die Vanish Cream einmal einsetzen möchte. Muss ich mal gucken. Ich glaube, das war irgendwo zwischen hier und Scuttletown. Ich hoffe es zumindest. Und diesmal muss ich natürlich mit dem hier... Hö, die halten nur zwei Schläge aus. Was ist das? Ach nee, Quatsch, stimmt ja. Mein Dings hier ist ja stärker. Ich wette, der Ellbogen-Dash, der ist... Oh Gott, Nacht. Ist ziemlich stark. Bloß, weil man ihn so aufladen... Ja, nee, guck mal. Hier kann ich sie zum Beispiel schon gar nicht einsetzen. Weil ich dann vorher getroffen werden würde von ihr. Aber gut, wenn ich so geschickt meine Moves einsetze, meine Fähigkeiten, dann sollte das funktionieren. Ich meine hier, das ist ja auch ziemlich gut einsetzbar. Jetzt Moment, ich weiß nicht, warum ich das vorher nicht so wirklich eingesetzt habe. Also man muss natürlich aufpassen, weil man davon getroffen werden kann, beziehungsweise während man das macht, sehr leicht getroffen werden kann. Aber an sich ist die Fertigkeit ja schon ziemlich cool. Wie man hier auch sehen kann, das ist nervig. Nervige, oh Gott. Ach, die kommt hier, So, jetzt könnte ich den vielleicht einsetzen, wenn die da unten gefangen ist. Hui! Toll, das hat dir das überhaupt Schaden gemacht? Komm nochmal. Und yay! Boah, naja. Besonders effektiv ist das ja jetzt nicht. Also vielleicht, wenn es Tag ist, könnte ich die mit einem Schlag töten, aber so. Naja. Mal schauen, vielleicht bringt das extra zum Ellbogen-Dasher noch was, aber dafür brauche ich erst 900 Juwelen und das ist... das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich werde es mir auf jeden Fall auch kaufen, um einfach um zu sehen, ob das was bringt und ob es schön ist. Hier springe ich einfach mal drüber, so. Denn die können uns ja nichts anhaben, solange sie da unten gefangen ist. Soll mir recht sein. Lass mich in Ruhe. So, aufladen. Jetzt kramme ich bestimmt total den Kaktus. Oh, doch nicht. Ich bin sogar am Kaktus vorbei. Das ist natürlich wiederum praktisch. Dass ich durch den Kaktus durch kann, ohne Schaden zu nehmen. So, ups. Lass dich nicht von dem Ding treffen. Ja, wunderbar. So war das. Ne, hier ging's zurück, ne? Wo ging's nochmal hier lang? Das muss ich jetzt nochmal eben angucken. Wir haben ja jetzt auch ein paar Fähigkeiten mehr. Wir haben jetzt die Spinne und den Elefanten. Vielleicht finden wir hier jetzt irgendwas Interessantes. Ich muss mich erstmal in den Affen verwandeln. Wenn ich den Tanz denn auswendig kann, irgendwie habe ich Probleme, mir das zu merken. Jawohl, wunderbar. Das war der Affe, perfekt. Ach, hier geht's gar nicht lang. Das ist natürlich klasse. Vielleicht geht's da oben irgendwo hin, wenn wir fliegen können. Aber mal schauen. Jetzt gehen wir erstmal hier runter und zurück zu den Lamias. Geht. Hüpf. Und hüpf. Ja, funktioniert wunderbar. Hier unten habe ich kein Problem mehr. Ich frage mich, warum da unten Stacheln sind. Ich meine, wer da reinspringt, ist es wirklich selber schuld. Die sind ja so schlecht platziert. Aber naja, ich will mich nicht beschweren. Soll mir nur recht sein. Ich meine, das wäre irgendwo rechts dann noch. Ui. Haha. Das gesehen? Wie ich die fertig gemacht habe? Ui. Aua. Ja. Okay, der Pikeball hält wesentlich länger als der Fireball. Aber der ist halt nicht so... Macht halt nicht so viel Schaden. Aua. Oh, du. Lass mich in Ruhe. Oh, komm schon. Lass dich mal treffen hier. Geht doch. Ich den Affen wieder. Okay. Verwandlung zum Affen. Shantae, die geht hier zu. Affe. Ja. Wunderbar. Und jetzt spielt der Affe Verstecken hinter der Koralle. Aha. Oh. Wer hat das kommen sehen? Ja, hebt die Hand. Wer hat das kommen sehen, dass ich hier wieder in die Stacheln springe? Bestimmt alle. Nee. Shantae, was machst du auch für Sachen? Das geht nicht gut mit dir. Irgendwann wirst du da ziemliche Probleme kriegen. Glaub mir. Ah! Nicht mit mir hier. Da! Ah. Ey, guckt euch das an, wie weit der Schuss mich verfolgt. Vor allem, wenn ich nach hoch springe, dann geht der Schuss auch nach oben. Ich habe eigentlich keine Chance auszuweichen. Na, habt ihr das gesehen? Das ist doch unfair. Komm hier. Ja, genau. Ich werde getroffen, ist klar. So. Aha. Also ich muss ein bisschen von ihm wegstehen. Wenn ich in die reinspringe, wirklich, dass ich in ihr drin bin, dann nehme ich Schaden, was nicht gut ist. Ich darf sie halt wirklich nur mit meinem Fuß treffen. Ja, komm. Ah, schade, ich treffe sie mit dem Spin-Kick nicht, aber immerhin der Salto, der macht schon ein bisschen Schaden. Das ist ja schon mal was. Hier ging es runter, genau. Hatte ich doch recht. Wunderbar. Dann gucken wir uns mal an. Ob das funktioniert. Bitte, lass es funktionieren.
So. Da haben wir sie. Vanish Cream. Ich habe auch nur eine davon. Also alles oder nichts kommen. Na toll. Oh, ich kann durch das Tor durchlaufen. Ja, wunderbar. Dankeschön, Mr. Jack Smith. Es hat funktioniert. Geil. Haha, cool. Ah, das ist natürlich schön. 5 Herzcontainer. Großartig. Sehr schön. Danke, danke, danke. Für diesen Hinweis wäre ich wahrscheinlich selbst erstmal nicht drauf gekommen. Sehr cool. Okay. Dann gucken wir mal, was wir jetzt weitermachen. Jetzt habe ich nämlich erstmal keine Ahnung, wo ich hin muss. Deswegen gucken wir uns einfach nochmal. Wir gehen jetzt einfach Richtung Water Town und dann Richtung Zombie-Stadt. Ich möchte mich gucken, was am rechten Rand der Karte ist. Ob es da noch irgendwie weitergeht, ob ich da schon war, ich weiß es gerade nicht genau. Und dann... Nein. Ach, du schießt nicht blöd, mal blöde Kuh hier. Und während wir da hingehen, erforschen, gucken wir jetzt nochmal alle Bereiche so schön an, in denen wir waren. Vielleicht kriegen wir es hin, nicht zu viel zu sterben. Und vielleicht kriegen wir es auch hin, dass es Tag bleibt. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass wir vielleicht den einen oder anderen geheimen Bereich finden. Zum Beispiel mit dem Elefant. Da gab es ja noch einige Steine, die man wegrammen konnte, wo Höhlen drunter versteckt waren. Und vielleicht komme ich auch mit der Spinne irgendwo weiter. Ich bin mal gespannt. So. Du? Ja, genau. Ist klar. So, komm her. Komm her. Ja, wenn ich nah an ihr dran bin, dann kann sich mich nicht treffen, wie man ja sehen kann. Das ist eigentlich eine annehmbare Taktik. Ja, treff mich einfach noch. Ich gehe jetzt einfach weg. Lasst mich doch in Ruhe, ihr blöden Lamias. Jetzt muss ich erstmal speichern und... Ah, ich glaube, wenn ich oben gedrückt halte, geht Chantae rein. Aber nur wenn ich einmal nur nach oben drücke, dann geht sie nicht rein. Das ist ein bisschen doof. Boah, das ist verdammt doof. Na egal, ich speichere erstmal. Hopp, hier, komm. Hello, Chantae, would you like me to save your travel of your bla bla bla? Ja, bitte. Your game has been saved. Alles klar. Dann statten wir dem Badesalon noch einen Besuch ab, damit wir auch mal in vollen Ruhm unserer 5 Herzen schwelgen können, damit wir es auch wirklich mal ausnutzen können. Denn wenn wir sterben, kriegen wir leider nur 3 Herzen. Ein bisschen doof, aber naja, machst du nix. So, 5 Herzen, so mächtig waren wir noch nie. Naja, jetzt kann uns nichts mehr im Weg stehen. Nichts. Und vielleicht finde ich ja noch den einen oder anderen weiteren Herzcontainer. Bla bla, das wollte ich nicht. Ich will nicht mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Geh weg. So. Nein, zum Dock möchte ich nicht. Ich möchte raus aus der Stadt. Scuttletown Gates, das ist doch mal ein guter Anfang. Und gucken wir uns mal an, was wir hier so rechts alles haben. Ja, jetzt kommt ja erstmal... Okay, hier werde ich wahrscheinlich nicht viel finden. Außer komische Gegner, die mich nerven. Aber das ist geil. Danach kommt die Klippenregion, ne? Möchte ich mir die angucken? Eigentlich nicht. Okay, Leute, ich gehe wieder zurück nach Scuttletown und heil mich nochmal. Beziehungsweise nein, ich heil mich nicht. Aber ich werde mich nach Watertown teleportieren. Und dann gehe ich von da weiter. So, unten, hoch, rechts, links, B und A. So. Jawohl, war richtig. Hab ich mir gut gemerkt. Weil ich habe eigentlich keine Lust, diese blöden Klippen gerade zu untersuchen. Ach, ich wollte mich noch heilen gehen. Moment, Chantae. Moment mal. Ah, hier sind auch blöde Klippen. Na egal, danach kommt der Wald. Und den Wald würde ich gerne mal untersuchen. Ob wir da noch was haben. Safe Room. Badehaus. Ah, da ist es ja schon. Hinein da, Chantae. Hinein ins Wasser. Was war das? Achso, das war nur so eine komische Blase. Ich habe mich schon gewundert, da oben war irgendwas Großes, Gelbes. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Glühwürmchen oder so, aber ein Glühwürmchen hier drin. Nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Ich möchte... Moment, haben die hier Feuerbälle? Ich glaube, die haben hier keine Feuerbälle. Das habe ich beim letzten Mal schon festgestellt. Ja, nee, die haben hier keine Feuerbälle. Ich habe mir hier auch vorhin noch den Ellbogen-Dash gekauft. Da habe ich ja gemerkt, dass die keine haben. Okay. Hätte ich eigentlich in Scuttletown mal gucken sollen. Naja. Zu spät, machst du nix. Werde ich mir bei nächster Gelegenheit dann bei der Zombie-Karawane kaufen. Wenn ich die denn noch finde. Oh, Tomaten. Weg mit dir, ich mag keine Tomaten, zumindest nicht so lange, bis sie mich angreifen. Kann ich da hoch mit dem Affen? Blum. So. Nö, komme ich nicht.
War ja irgendwie klar. Oh, ich komme doch hoch. Aber hier komme ich nicht weiter. Okay. Und da komme ich nicht hoch. Okay. Schade. Aber ich bleibe bei meinen Affen vor. Was zum? Vielleicht ist es keine so gute Idee, in der Affenform zu bleiben. Zumindest nicht, wenn man dabei so rennt wie ich. Du machst mir Angst. Lass mich in Ruhe. Warum? Ach, egal. Ja, bla bla, ich bin tot. Ich weiß. Game over. Lacht mich ruhig aus, wenn ihr wollt. Es macht mir nichts aus. Ich spiele trotzdem weiter. So, continue. Komm schon. Auf geht's, auf geht's. Wir wollen ja noch was gebacken kriegen heute. Wir wollen ja nicht nur sinnlos rumlaufen. Wobei, wir haben ja natürlich... Moment, warum bin ich kein Affe mehr? Schade. Wir haben ja schon einen Herzcontainer gefunden. Das ist ja auch schon mal was, ne? Und vielleicht finde ich ja noch mehr. Das wäre ziemlich klasse. Ich hätte mich vielleicht heilen sollen, aber da habe ich jetzt auch keine Lust drauf, nochmal zurückzugehen. Moment, ich bin in Scuttletown. Okay, dann gehe ich nochmal eben in den Itemshop und gucke mir an, was wir da so haben. Da haben wir ihn, ja. Vielleicht, wenn ich Glück habe, haben die hier Feuerbälle. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, wo ich die gekauft habe. What can I do for you? Survival, Creamstorm, P-Ball? Nö, auch nicht. Schade, dann gab es echt Feuerbälle nur in einem Zombie-Dorf. Wow. Das wusste ich nicht. Habe ich mich nicht dran erinnert. Nur wir schon mal hier sind, komm ins Badehaus. Es kann nicht schaden. Und während wir dann schön am Baden sind, tanze ich direkt mal, um zurück nach Watertown zu kommen. So. Sieht irgendwie lustig aus, während Chantae da im Wasser sitzt und dabei tanzt. Sieht auch aus, als hätte sie nur ein Bikini an. So, es könnte auch gerne mal wieder Tag werden. So ist ja nicht, ne? Mit so ein bisschen mehr schwächeren Gegnern hätte ich nichts gegen. Absolut nicht. Aber Moment, das ist doch die... Ja, haha. Das ist doch die Stage, wo hier auch Steine schwimmen, oder nicht? Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Hey, wow. Cool. Ich glaube, so langsam kriege ich es echt hin. Sehr schön. Okay. Aua. Blöde Tomate, dafür musst du sterben. Stirb, Tomate. Aua. Dafür kommst du auf mein Sandwich. Ja. So. Wunderbar. Noch weiter. Aua. Ach. Da stimmt schon wieder ein Stein. Da. Komische Steine haben wir hier. Da kann man leider sowieso nichts. Da oben. Ah. Tomate. Die spucken mit Feuer. Daraus kann man bestimmt guten Chili-Ketchup machen. So. Schön feurig scharf. Krieg ich fast schon Hunger. So wie ich hier die ganze Zeit am Reden über Chili-Ketchup und Sandwiches bin. Hätte ich auch mal richtig Lust drauf. Ich gehe eigentlich ziemlich gerne zu Subway, muss ich sagen. Allerdings ist das ja recht teuer. Momentan kann ich mir das eigentlich nicht leisten. Aber man kann sich sowas ja auch selbst zu Hause machen. Man hat zwar da leider nicht die ziemlich genialen Soßen. Ah, nein! Verdammt, ich bin abgerutscht. So zum Beispiel die Mexican Southwest Soße ist einfach nur göttlich. Also ich esse auch sehr gerne scharf. Und irgendwie... Warum rede ich eigentlich gerade über das Essen? Ich meine, wir sind hier bei Chantae, oder nicht? Ich weiß nicht, ob euch meine Essensgewohnheiten jetzt so brennend interessieren. Naja, zu spät. Ist ja egal. Hopp, hopp. Ah, nein! Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Das Ding. So. Hopp, hopp, hopp. Hoch hier und diesmal nicht ins Wasser fallen, bitte. Da wäre ich dir sehr verbunden, wenn du das nicht tun würdest, Chantae. Ja, lass dich am besten auch nicht von Gegnern treffen. Aua, was habe ich dir gerade gesagt? Hä? So. Hüpf und hüpf und hüpf. Und noch einmal und immer so weiter, bis wir endlich... Oh, da muss ich Anlauf nehmen. Hüppere! So. Okay, oh Gott, lass mich in Ruhe. So, kommen wir bald... Jetzt müsste doch... Ah, ja. Dann kommen wir jetzt in... Immer noch nicht in den Wald, okay. Hier sind aber... Schnecken? Warum bist du... Hä? Warum bist du aktiv? Wir haben noch Tag. Eigentlich kommt ihr doch nur in der Nacht raus. Und jetzt sind wir Nacht und... Hä? Ah, nein, in der Nacht geht ihr rein. Okay. Ach, was soll's. Ist mir egal. Lass mich doch in Ruhe.
Bau. Hier könnte ich den... Hier hätte ich vielleicht genug Zeit. Wenn der in die Richtung läuft, kann ich jetzt den Ellbogen-Dash aufladen. Und bam! Jawohl. Schön gemacht, Chantae. Und wieder 300 Juwelen. Wunderbar, wunderbar. Aber nur ein Herz. Das ist ein bisschen doof. Oh. Einfach ausweichen hier. Das klappt schon. Ich habe jetzt keine Lust, gegen die alle zu kämpfen. Dann gehe ich sowieso nur bei drauf. Und weiter und weiter und weiter. Ich möchte halt noch irgendwas weiteres finden. Ja, hätte ich nur mehr Warp Squids. Das wäre schön. Na, dafür hört ihr noch ein bisschen hier die Musik. Die ist ja recht angenehm. Wow, und ich hab's geschafft. Coole Sache. Und der Sumpf? Kommt der Wald erst nach dem Sumpf? Ich bin mir gerade ziemlich unsicher, was wo kommt. Oder kam der Wald zwischen Scuttletown und Watertown? Naja, wenigstens kommt hier gleich ein Speicherpunkt. Das heißt, ich muss nicht wieder ganz von vorne anfangen, wenn ich Game Over gehe. Ist auch schon was, hier gehe ich nicht rein. Wobei, ich meine mich erinnern zu können, dass da irgendwo noch Spinnenweben waren, wo ich hätte hochklettern können, es aber nicht gemacht habe, weil ich einen anderen Weg gegangen bin, der richtig war. Vielleicht ist da noch ein Warp Squid. Also da wird wahrscheinlich ein Warp Squid sein, sonst kann ich mir nicht vorstellen... Ich bin so ein Trottel. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas anderes Interessantes wäre, weil Herzcontainer oder so gibt es ja in Dungeons hier nicht. Zumindest bin ich bisher über keinen gestolpert. Von daher, mal schauen. Ups. Ja, ihr seid langweilige Zombies. Ich mag euch nicht. Geht weg. Mit vielen Grüßen, Chantae. So, mal weiter geht's. Unter den rosa Kirschbäumen, Blüten, Blättern, wie auch immer, die komische Gesichter haben. Na, der hier jetzt nicht, aber der andere davor hat welchen. Der hat auch wieder ein komisches Gesicht. Und ich kann endlich speichern. Und es wird Tag. Und die Kirschbäume, Blüten, Blätter werden auf einmal grün. Das heißt, der Frühling ist vorbei, der Sommer ist da, die Kirschbäume haben aufgehört zu blühen. Schade, schade. Wobei, Sommer ist natürlich auch schön. Ach, ich freue mich schon, wenn es wieder wärmer wird. Aber momentan ist ja echt ziemlich kalt. Also, falls ihr das Let's Play irgendwann im halben Jahr oder so seht und denkt, das ist doch gar nicht kalt draußen. Doch, momentan ist es draußen kalt. Dann bin ich Anfang Februar und es ist, ziemlich kalt. Glaub mir, es ist sehr kalt, also... Ja. Ah, der Friedhof. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich die Bäume hochklettern als Spinne? Das ist ja noch was Interessantes, was ich nachgucken muss. Ach, der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den grünen Geist aus Ghostbusters. Der auch so eklig war. Ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr. Aber ihr wisst sicher, welcher das war. So runter und A. Dann machen wir uns mal eine Spinne und gucken nach, ob wir den Baum hochklettern können. Das wäre nämlich ziemlich cool. Ja, Tatsache. Cool. Hui, ich bin eine Spinne. Gehorcht mir. Okay, vielleicht... Ach, lass mich in Ruhe, du kleiner grüner Schleim. Oder Flubber. Flubber könnte das auch sein. Ich möchte doch nur da hoch. Hallo. Und Flubber. Ah. Okay. Verwandle ich mich halt wieder in eine vernünftige Form zurück und ich habe nur noch ein halbes Herz. Was soll denn das? Wo ist Flubber hin? Flubber ist weg. Oh. Moment, hier geht's runter. Was war denn hier nochmal? Da war auf jeden Fall ein Stein drauf, soweit ich mich erinnern kann. Und wenn ich da runtergehe, dann habe ich da auch einen Respawn, wenn ich sterben sollte. Was wahrscheinlich der Fall sein wird. Wenn ich mir hier so die Spinnenviecher angucke. Und die Teufelchen. Na, es läuft doch besser, als ich gedacht hätte. So. Ich muss halt mit Geduld vorgehen. Ich darf nicht hektisch reagieren. Nicht, Dingens, ne? Okay, hier ist ein Stein drauf. Ja, da kann Chantae so viel schieben, wie sie will. Komme ich nicht weiter. Das ist wahrscheinlich eine Abkürzung zu einem anderen Bereich. So, kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Allerdings fehlt mir da leider die andere Seite. Die muss ich noch aufmachen. Mal schauen, vielleicht finde ich sie irgendwann. Also eine Abkürzung wäre schon was ziemlich Praktisches, muss ich sagen, wenn ich nicht alle Warp-Skills finde, ne? Oh, naja, gucken wir mal. Ach, da kann ich nicht weiter. Hier kann ich auch nicht hochklettern, weil ich hinter dem Baum bin. Ich könnte höchstens da hochklettern, aber will ich das? Ich will es mal versuchen. Aber wahrscheinlich lasse ich mich eher von einem komischen Ding treffen. Ey, verwandle dich bitte.
So. Ja, hier kann ich nicht hoch, nee. Oh, oh, ah, ah. Okay. Wenn ich das richtig time, kann ich über das Ding gehen. Und dann hochklettern. So, und kletter hoch, Shantae. Ist jetzt auch was? Nö, ist gar nichts. Na toll. Ach, ich bin absolut Depp. Ah, ich fange direkt hier wieder an. Das ist zumindest, naja, annehmbar. Ich habe zwar nur noch ein Leben und... Ah, komm schon. Kletter mal ein bisschen. Nein! Verdammt. Verdumm mich nur eins. Hier, komm. Spring! So. Ich finde es auch lustig, wie ich hinter dem Baum springen kann, aber auf einmal da bei den Ästen, auf den Ästen stehe. Da komme ich nicht hoch, ne? Aber hier komme ich hoch, okay. Wunderbar. Dann machen wir den Geist ja auch nochmal fertig. Wenn ich ihn treffe. So, komm, wunderbar. Und rüber mit dir, Shantae. Diese Geister gehen mir auf die Nerven. Wenigstens sind die einfach zu besiegen und werden auch nicht besonders stark in der Nacht. So, hier ging's doch weiter, ne? Hier der Friedhof. Aua. Ich frag mich, was es mit den Statuen auf sich hat, ob ich da irgendwas mit machen kann. Naja, wird sich bestimmt noch zeigen. Ich glaube, das ist einfach nur Dekoration, ist genau wie die Grabsteine hier. Vielleicht kann ich auch irgendwas mit den Grabsteinen machen. Mr. Jack Smith, hast du da eigentlich eine Idee? Du hattest ja auch die Idee mit der Vanish Cream. Ah, komm, hier oben ist doch bestimmt irgendwas. Wenn da schon so ein Podest auf den Bäumen, unter den Bäumen ist, dann... Ey, verwandel dich, dich. Verwandel dich! Du sollst dich verwandeln. In eine Spinne, bitte. Dankeschön. So. Hier ist... Ups, ein Geist. Und hier ist sonst auch nichts weiter. Na toll. Oh. Na toll, ich dachte, da wäre irgendwas, aber... Schade. Ich hoffe, es kommt bald mal ein Speicher... Ho-ho-ho-ho-hund. Was soll das? Gemeine Viecher. Gemeingefährliche Viecher. Was bist du? War ich ja schon mal? Doch, ich glaube, ich war ja schon mal. Aber die Viecher... Oh Gott, an die kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Haha. Oh, oh. Wie so ein Fisch, der nach, was, nach Luft schnappt. Nach Wasser schnappt. Nein! 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 Oh Gott. Ich will nicht wieder im Sumpf anfangen. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an diese blöde Stage. Mit den blöden Rutschigen. Ich falle auch direkt wieder da rein. Ah, ich lerne nichts dazu, ey. Ich lerne echt nichts dazu. Okay. Ja, Game Over. Ich denke, das reicht jetzt erstmal für eine Folge. Beenden wir es mit diesem Game Over. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.